Hey, wir kommen zum letzten Zeichen des Grundkurses für klassisches Chinesisch. Das ist das Zeichen Yu. Hier auch nochmal. Ich habe dazu zwei Beispielsätze ausgewählt, mit denen ich erstmal die ersten beiden Funktionen des Zeichens in diesem Video vorstellen möchte. Aber das Zeichen hat sehr viele Funktionen und sehr viele Anwendungsbereiche, deswegen werde ich dazu noch zwei oder drei weitere Videos machen. Aber zum Anfang erstmal zwei Beispielsätze mit zwei Funktionen von Yü, nämlich zur Markierung einer Herkunft, der Ablativ, oder zur Markierung eines Ziels oder einer Richtung, also der Allativ. Und die Herkunft, der Beispielsatz für diese Funktion ist der erste Satz. Und für den Allativ, also für das Ziel oder die Richtung, ist der zweite Beispielsatz. Beide Beispielsätze stammen aus dem Lüsche Chunqiu, also ja, Aufzeichnungen der Frühlings- und Herbstperiode von Herrn Lü. Gut. Sheng chu yu he, he chu yu shi. Hier das Yu, das übrigens ja eine Präposition ist an dieser Stelle. Der Satzteil, der durch das Ü bestimmt oder eingeleitet wird, steht meistens am Satzende. So auch hier. Sheng chu yu he. Die Stimme chu herauskommen, und das ist die Frage, wo herauskommen. Das hier markiert den Herkunftsort, he, also Gleichgewicht, Ausgeglichenheit. So, he, das Gleichgewicht oder die Ausgeglichenheit, chu, herauskommen und dann woraus? Shi. Und shi ist ja, die Angemessenheit oder, ja, wie soll man das sagen, man macht das Richtige oder das Passende in einer entsprechenden Situation. Oder um das Ganze nochmal von hinten nach vorne aufzudröseln, aus dem richtigen oder passenden Handeln, Klammer auf, in einer gewissen Situation, kommt heraus oder entsteht he, die Ausgeglichenheit oder das Gleichgewicht. Und aus der Ausgeglichenheit oder dem Gleichgewicht herauskommt oder heraus entsteht schon die Stimme. Und jetzt nochmal von vorne nach hinten und dann in einem schönen zusammenhängenden Satz oder einer schönen zusammenhängenden Formulierung. Die Stimme entsteht aus Ausgeglichenheit. Ausgeglichenheit entsteht aus richtigem oder angemessenem Handeln. Also hier das Zeichen Ü zur, ja, zur Markierung eines Herkunftsortes, also die Funktion des Ablativs. Zweiter Beispielsatz ist Jinping Gong, Wenyuqi Huangyang Yue, Nanyang Wuling, Qi Shei Ke Er Wei Zhi. Ebenfalls aus dem Lüsche Chunqiu. Und hier haben wir eine wörtliche Rede, das erkennen wir daran, dass wir ein Yue haben. Yue ist ein Zeichen, das eingesetzt wird, um eine direkte Rede anzuzeigen. Das heißt also, wenn wir normale westliche Interpunktion hätten, stünde hier ein Doppelpunkt. Also irgendjemand sagt irgendwas. Jetzt haben wir da drinnen noch ein zweites Wort des Sprechens, nämlich Wen, jemanden fragen. Und dann kann man das ein bisschen, ja, an der chinesischen Konstruktion entlang übersetzen, indem man halt fragend etwas sagt. Man kann auch insgesamt diese beiden zusammenziehen und kann daraus einfach ein Fragen machen. So, das Yü steht an dieser Stelle und zeigt Ziel oder Richtung an. Und zwar ist es so, dass bei Verben des Sprechens oder des Übermittelns oder des Sagens das Ü das Ziel oder den Adressaten der wörtlichen Rede markiert. Das heißt also, Jinping Gong,
Herzog Ping von Jin, eines der Reiche aus der Zeit der Streitenden Reiche, fragt, ich ziehe die beiden jetzt schon zusammen, fragt, und dann Yu, wen oder was? Zi Huangyang, Doppelpunkt. Und dann geht es mit normalen Sätzen weiter, die ich jetzt einfach so runter übersetze, ohne auf die Grammatik großartig Rücksicht zu nehmen, das teilweise später noch kommt. Nanyang, Snortsname, Wu Ling, hat keinen Verwaltungsbeamten oder Gouverneur. Zi Shei Ke Er Wei Zhi, dessen, also Nanyang, Shei, wer, vermag, Klammer auf, diese Aufgabe zu machen, Klammer zu, und ausführen es. Also wen oder was? Die Dienstpflicht des Gouverneurs oder des Gebietsverwalters, Provinzverwalters. Nochmal komplett in einem schönen Satz. Herzog Ping von Jin fragt Zi Huangyang. Nanyang verfügt über keinen Verwalter. Wer von dort verfügt über Fähigkeit oder ist fähig und wird dies oder kann dies ausführen? Genau. Das wäre die komplette Übersetzung der wörtlichen Rede jetzt. Wie gesagt, die Grammatik, da müsste man nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber mir geht es heute erstmal um das Ü. Und die Grammatik, die hier später vorkommt, die werde ich später nochmal ein bisschen genauer besprechen und euch erklären, wie ich zu solchen Übersetzungen komme. Genau, das heißt, wir haben jetzt die beiden Bedeutungen, die beiden Funktionen von Ü, die beiden ersten, die wir haben, schon mal aufgeklärt. Nämlich die Herkunft oder der Ablativ, etwas kommt ü irgendetwas anderes, also es kommt aus etwas anderem, oder der Herzog Ping fragt jemanden, also den Adressaten, die Richtung. Genau, das sind die beiden Funktionen, das ist dann der Allativ, das ist das, was irgendwo hinführt. Richtung, Ziel, Adressat. Genau. Und bevor ich das abschließe, was ich eigentlich am Anfang hätte sagen sollen, dieses Zeichen Ü hat, wie gesagt, sehr viele oder verhältnismäßig viele verschiedene Funktionen, aber es hilft immer, wenn man gerade nicht weiß, wie man es genau übersetzen sollte, es mit in Bezug auf zu übersetzen. Zum Beispiel, die Stimme entsteht in Bezug auf Ausgeglichenheit. Und wenn man das dann irgendwie versucht, sich inhaltlich vor Augen zu führen, was dabei wohl gemeint ist oder ja, was dieser Satz eigentlich aussagen soll, dann kommt man automatisch darauf, dass man dieses in Bezug auf mit aus heraus übersetzen sollte. Und genauso wird das bei den verschiedenen anderen Funktionen von Ü auch noch sein. Wenn man nicht weiß, was gerade funktioniert oder was gerade hier richtig und angemessen ist, immer erstmal in Bezug auf einsetzen. Das ist auf jeden Fall erstmal immer richtig. Und dann kann man entsprechend des Kontextes ein bisschen weiter interpretieren, in welcher Art und Weise man es angemessener oder richtiger oder einfach ja, eindeutiger übersetzen kann. So viel erstmal dazu. Zwei Beispielsätze, zwei Funktionen von Ü. Und damit wäre der erste Teil zu Mü abgeschlossen.